Moin moin und willkommen zurück zu Ghost of Tsushima. In einer wichtigen Schlacht befinden wir uns hier. Wir greifen gerade Burg Shimura an mit der ganzen Truppe, mit den ganzen Samurai, mit den Shogun-Leuten, mit den Onkel, Yuna, Masako, Ishikawa, alle dabei, Norio. Und jetzt geht es weiter mit der heutigen Episode. Wir brechen durch. Wir müssen zur Brücke. Ihr habt's gehört. Alle schön zur Brücke! Schön, dass ihr dabei seid. Jagt sie zurück aufs Meer! Töte sie alle! Vielen Dank für den Daumen nach oben gestern. Keine Verschnaufpause. Die Action geht weiter. Es ist eine große Bunkeranlage hier. Nee. Nein. Oi. Weg da. Okay. Schild. Anti-Schildhaltung. Nur die Brücke einnehmen, geht da. Klingt doch immer easy, ey. Krieger, durchbrecht das Tor! Fürst Sakai, wir nehmen sie von oben unter Beschuss! Yuna, dein Bogen! Ich bin zur Stelle! Wollen wir die noch looten? Keine Zeit zum Looten. Brücke einnehmen. Die sind da oben. Oh, hier muss auch hoch. Bogenschützen werden gefragt. Oder sind gefragt. Da ist Seht, die Hauptburg. Die Brücke! Sie fallen zurück! Der Khan würde niemals so aufgeben. Etwas stimmt nicht. Die Brücke wird gesprengt. Oh nein. Schwarzpulver, Leute. Die haben mächtig viel Schwarzpulver. Damit muss man rechnen. So offensichtlich. Einfach die Brücke zu sprengen. Das hätte ich auch so gemacht. Schießt auf die Pferde! Schießt! Siehst du? Immer auf die Pferde schießen. Okay. Das ist einfach schlau, die Brücke zu sprengen. Die armen Seelen. Er schickte sie in den Tod. Für nichts. Wir müssen ihr Opfer ehren. Sammelt unsere besten Soldaten. Wir reparieren die Brücke und greifen bei Dämmerung an. Was? Nein. Zu viele sind tot. Wir schleichen rein. Hättet ihr auf mich gehört? Genug! Es gibt einen anderen Weg. Wir besprechen ihn. Allein. Warum? Yuna kann das ruhig hören. Die wird mir zustimmen. Was für eine dumme Idee ist denn das von ihm jetzt, die Brücke zu reparieren? Wie willst du denn die Brücke reparieren, wenn da drüben Bogenschützen stehen, die auch Schwarzpulver haben und noch Bomben schmeißen können? Da kannst du doch nicht sich da hinstellen und eine Brücke reparieren, wenn du von einer Festung beschossen wirst dabei. Bist du blöd? Also sorry, ey. Was denkt sich denn der Onkel? Oh, wir reparieren jetzt am Abend die Brücke. Die schießen schon nicht auf uns. Warum denn? Die haben ja schon mal die Brücke gesprengt. Warum die sollten sie das nicht nochmal machen? Die sind in der Defensive. Wir schlagen zu, bevor sie sich formieren und beenden es. Ihr habt unsere Männer geopfert. Okay. Sie sind Soldaten. Ihr Blut klebt an unseren Händen. Ich umgehe die Brücke irgendwie. Vergifte den Feind. Ein feiger Anschlag. Ich will nur unser Volk retten. Und es lehren, uns zu fürchten? Ja. Folgt ihr weiter diesem Pfad? Seid ihr nicht besser als die Mongolen? Ich lehrte euch, mit Ehre zu kämpfen. Die Ehre ist am Strand gestorben. Der Khan verdient es zu leiden. Eure Gefühle kontrollieren euch. Ich opferte alles, was ich war, um unser Volk zu retten. Ich gebe ihnen Hoffnung. Ihr tut nichts! Ey! Geht's noch? Jin. Nein. Wir sind fertig. Mit diesem Helm sieht man immer nie seine Augen, ne? Ein bisschen blöd bei den Gesprächen.
Für die Schelle hätte ich ihnen aber eine Kopfnuss gegeben. Als Echo, echt. Sprich mit Yuna. Ja, mit der können wir reinschleichen. Jetzt haben wir uns hier das Vorlager vor der Brücke genommen. Aber echt, das wäre doch eine blöde Idee, sich da hinzustellen und sagen, ja, wir reparieren jetzt die Brücke. Als ob der Khan zulässt, dass die Brücke reparieren. Der hat sie ja nicht ohne Grund gesprengt, damit die nämlich nicht rüberkommen. Der wird doch nicht dazu gucken, wie die repariert wird. Wie stellt er sich das denn vor? So. Da gehen doch noch viel mehr Leute drauf. Einfach nur bei dem Versuch, das zu machen. Lieber eine Handvoll Leute, ein kleiner Schleichtrupp, die mit Enterhaken an den Seiten hochklettern, Burg infiltrieren, die wichtigen Leute oben vielleicht Bogenschützen, Bombenschützen und was es da noch alles gibt, ausschalten. Dann das Tor öffnen von der anderen Seite, sodass sie dann reinkommen können. In der Belagerungsschlacht von Troja haben sie es auch nicht anders gemacht. Da ist auch ein Trupp reingeschlichen. Mit dem Holzpferd. Aber an sich ist es ähnlich gewesen, ne? Reingeschlichen, ein kleiner Trupp. Die sind dann raus bei Nacht, haben ein paar Leute ausgestaltet und haben dann die Stadttore geöffnet, sodass alle reinkommen können. Das ist meistens der schlauste Weg, den du machen kannst in einer Belagerungsschlacht. Weil sonst dauert das Jahre. Wenn die Burg gut verteidigt wird, kommt dann nämlich niemand durch die Mauern. Konzentrieren! Und schon gar nicht, wenn das ganze Ding durch eine Brücke hier getrennt wird. Übt weiter! Oder getrennt ist. Sensei, Fürst Shimura möchte die Brücke reparieren. Angriff bei Sonnenaufgang. Ein solches Wagnis erwartet der Khan nicht. Wenn wir zögern, kostet uns das mehr Leben. Es gäbe eine andere Lösung. Eine, die den Ehrenkodex eures Onkels verletzt. Eine, die Menschenleben rettet. Seid vorsichtig, Sakai. Ihr seht das anders? Das sagte ich nicht. Aha. Warum sollte der Khan das nicht voraussehen, dass Shimura versucht, die Brücke zu reparieren? Ah, hier ist sie. Ja. Fürstin Masako, ihr habt überlebt. Viele hatten weniger Glück. Ich war nicht da, als meine Söhne starben. Aber ich werde für diese hier in ihren letzten Stunden da sein. Fürst Shimura möchte bei Sonnenaufgang angreifen. Wenn es eine andere Strategie gibt, die vielleicht jemandes Kinder rettet. Könnte sein. Tut, was ihr tun müsst. Meine Unterstützung habt ihr. Haha, siehste? Alle auf meiner Seite. Jetzt muss ich noch zu Nuryu. Ach, hier ist noch Fürst Kenji. Sakai. Kenji, was macht ihr denn hier? Ich will den Verwundeten helfen. Aber mehr als etwas Hochprozentiges kann ich ihnen nicht bieten. Wie tröstet man jemanden, der einen Arm verloren hat? Ich weiß es nicht. Taka wusste immer die richtigen Worte. Ich vermisse den Jungen. Wie wir alle. Ruht euch aus. Ja, ruht euch aus. Ich versuch's. Wahrscheinlich ist Nuryu wieder irgendwo am Meditieren, oder? Mit ein paar Leuten. Frage ist nur, wo? Wo könnte der da noch sein? In Gebäuden drin war ich schon. Wo Yuna ist, weiß ich. Ah, hier ist er. Er betet natürlich um die Gefallenen. Für die Gefallenen. Nuryu, ich hatte Angst, ihr würdet an der Brücke fallen. Es war knapp. Die Explosion warf mich zu Boden und trug diese tapferen Krieger ins Jenseits. Wir bestatten sie angemessen, sobald uns die Burg wieder gehört. Gibt es denn noch eine Chance? Es gibt immer eine Chance. Verliert nicht die Hoffnung, Nuryu. Niemals, mein Herr. Okay, das waren alle Verbündeten. Ja, guck mal. Sie hat schon einen Weg gefunden, um sich rauszuschleichen. Sehr gut, Yuna. Auf dich ist echt immer Verlass. Sie flicken die Brücke auf Befehl deines Onkels. Fürst Shimura will seinen Plan durchsetzen. Egal, wie viele Leben es kostet. Diese Menschen kamen zum Kämpfen her. Für dich. Wie viel Wolfswurz findest du in einer Stunde? Ein paar Handvoll.
Sprich mit den anderen. Jeder soll sammeln, so viel er kann. Du willst die Mongolen vergiften? Ich schleiche mich in die Burg und gebe es in ihren Trunk. Clever. Soll der Khan an seinem eigenen Blut ersticken. Sehr clever. Dein Onkel wird es herausfinden. Ich weiß. Taka hat etwas für dich gemacht. Ich wusste nicht, ob du es willst. Doch jetzt, falls was passiert. Wird es nicht. Er würde es so wollen. Was Neues geschmiedet? Was ist es denn? Eine neue Maske? Nee, aus der Dunkelheit. Doch, das ist eine neue Maske. Das ist nicht die Sakai-Clan. Die Zähne sind anders, viel länger. Das ist unsere ganze Wolfswurz. Wird das ausreichen? Dafür sorge ich. Er hat sich umgezogen komplett. Mit der neuen Maske. Das ist die neue Rüstung. Das ist die Geistrüstung. Ein Geschenk von Taka, um die Taktiken des Geistes zu unterstützen. Und das letzte Werk eines guten Freundes. Jawohl. Er hat uns die Rüstung geschmiedet. Die sieht aber elegant aus. Das ist so fast schon eine richtige Ninja-Rüstung. Nice. Okay, verringert die Geschwindigkeit, mit der dich Gegner bemerken. Also eine richtig gute Schleichrüstung, muss natürlich verbessert werden. Reduziert die Anzahl der Kills, die nötig sind, um die Geistkampfhaltung einzunehmen. Geil. Und Kills haben eine Chance von 15%, einen nahen Gegner zu verängstigen. Das ist doch schick. Sehen wir uns mal die Verbesserung an, wie die sich noch optisch ändert. Guck dir das mal an hier. Ich glaube, das ist die schönste Rüstung von allen. Yo, das ist, glaube ich, die Maximalstufe hier, ne? Schöner Umhang dabei. Ja, da muss ich jetzt aber echt mal wieder mächtig viel Vorräte sammeln, um die dann tragen zu können. Oh Mann, ich habe alles ausgegeben für die andere Rüstung. Hätte nicht damit gerechnet, dass wir jetzt so schnell schon wieder jetzt eine bekommen. Geht ja voll fix. Aber ich werde jetzt die Sakai-Clan-Rüstung nochmal anziehen. Jetzt für diese Situation ist sie, glaube ich, besser. Aber ich lasse den Helm weg und trage dafür die neue Maske von der Geistrüstung und auch das Stirnband dazu. So, denn erhöht die Herausforderungsserie um 2. Es gibt noch eine Trophäe, wo ich dann alle komplette Schläge machen muss für eine Herausforderung. Und dafür brauche ich diese Rüstung. Das wollte ich gerne noch machen. Und danach werde ich mir dann die andere Rüstung anziehen, weil die sieht deutlich noch sehr viel cooler aus. Richtig nice. Okay, also jetzt erstmal die Rüstung anbehalten, weil die ist maximiert. Die andere leider noch nicht. Ich brauche Vorräte. Ich muss wieder Vorräte farmen. Viel, viel, viel. Die Geistmaske. Von der Sakai-Maske inspiriert, von einem guten Freund gefertigt. Inspiriert, aber die Zähne sind noch ein bisschen besser gemacht. Das Sternband von Tsushimas legendärem Geist. Wenn ich den Turm erreiche, kann ich die Truppen des Khans ausspähen. Einen Weg finden, sie zu vergiften. Okay. Gehen wir so rein. Mit der neuen Maske und dem neuen Stirnband. Infiltriere den ersten Burgfried. Löse keinen Alarm aus. Aber guck mal da. Es wird permanent geschossen. Seht ihr? Da sind die Arbeiter. Und die müssen unter diesen Bedingungen arbeiten, wo da oben die ganzen Bogenschützen draufstehen. Das mache ich. Da werden Leute bei verletzt. Und da wurde, glaube ich, einer getroffen. Hat einer geschrien. Alter Schwede. Okay, da runterspringen. Ist aber auch ein mieser Wasserfall hier, ey. Da haben wir angefangen, die Schlacht. Aus dem Wald mit den roten Bäumen sind wir gekommen. Und dann bis dahin durchgekämpft. So. Da wird der Onkel aber Augen machen, wenn wir fertig sind.
Der soll dann froh sein, dass nicht so viele Leute dann gestorben sind durch den blöden Angriff über die Brücke, ganz ehrlich. Dass man so engstirnig sein kann. So, Angriff bei Nacht läuft. Gut, oh, das war fast zu kurz gesprungen. Hätte böse enden können. Hä? Okay, hier ist ein Fenster offen. Gehen wir da mal rein. Ich schalte die Wachen lieber leise aus. Dann kann ich von oben alles ausspähen. Natürlich machen wir das. Oh, wieso ist denn da jetzt einer? Oh, es geht mal wieder zurück. Wir hatten schon lange keinen Meuchelangriff mehr durch so eine Wand hier, ne? Das sind echt viele. Ah, da oben ist ja noch einer. Hier geht's rauf. Wo ist denn die Leiter? Hä? Geht's von hier drin nicht ins nächste Stockwerk? Ja, wieder erstaunlich, was die für Häuser bauen, wo du nicht nach oben kannst. Gehen wir nochmal raus. Ich kann hier auf den Felsen, oder? Ja. So. Da hockt er ja genau am Fenster, ey. Okay. Hier ist wieder eine Leiter. Da sind zwei. Das wird nicht leicht. Einer geht weg. Beide gehen weg. Wo ist der zweite? Der guckt da, okay. Nicht umdrehen. Okay. Der Turm ist geräumt. Wie kann ich sie jetzt alle am besten vergiften? Wie kann ich sie jetzt alle am besten vergiften? Das ist auch ein guter Spruch. Wo ist das Wasserloch? Untersuche die Verteidigungsanlagen der Mongolen. 10 Meter. Okay. Der Gartenpfad. Schwach verteidigt, gute Deckung. Da soll ich lang gehen? Okay. Auf jeden Fall den einen Bogenschützen ausschalten. Ein Strohhut. Ryoso. Das ist Ryoso. Natürlich ist er hier. Das sehe ich von hier, dass er das ist. Sie halten ein Festmahl. Ich vergifte die fermentierte Milch des Khans. Seine Armee trinkt den Ayrak und ich töte die Überlebenden. Den Ayrak vergiften? Da hinten also hin? Das ist weit. Befestigte Anlagen, Sprengstoff. Mein Onkel führt uns in ein Massaker. Yep. Jetzt zum Ayrak, ohne dass jemand Alarm schlägt. Besser den Gartenpfad nehmen. Da hat der Khan alles verbarrikadiert. Oben die Bogenschützen, noch mehr Schwarzpulver rangekarrt. Wenn da der Rambock hingeschoben wird, dann wird alles nochmal weggesprengt, das ganze Tor. Die Angreifer haben dann keine Chance. Okay, also wir gehen hier unten lang und dann irgendwie da hinten rum, dass wir da dann wieder hinkommen. Ich könnte hier auch über das Seil rüber balancieren und den Bogenschützen dann so ausschalten. Oder ich gebe den jetzt einfach mit dem schweren Bogen ein mit. Ich will halt nicht, dass der runterfällt und die anderen alarmiert werden, aber es... Na, guck mal, die gucken nämlich schon. Aber über das Seil kann ich dahin balancieren. Das machen wir. Da steht ja auch noch einer. Weil der da hinten... Wobei, der geht jetzt weg, ne? Dann komm, dann lass ihn. Falls er da pissen geht, soll er doch... Komm schon. So, jetzt sind wir hier. Wir können darüber noch. Und dann da hinten durch die Wand. Vielleicht klappt das.
Die gucken ja irgendwie nie hier hoch. Finde ich super. Jetzt muss ich hier aber runter. Ruhig. Ruhig. Und schleichen. Und jetzt ungesehen da durch das Loch kommen. Das geht. Das noch mitnehmen. Und jetzt schnell durch. Jetzt zu ihrem Festmahl. Die Getränke vergiften. Achtung, der da oben, der guckt noch. Ja. Sieht so gut, super aus. Sein Vater wäre stolz auf ihn. Sein Onkel eher weniger. Wir können da, glaube ich... Nee, können wir nicht. Wir müssen da... Oh Gott, hier ist aber ein schrecklicher Weg. Kann ich vielleicht irgendwo oben rauf? Wenn ich hier kletter, sehen die mich wahrscheinlich. Puh. Das Festmahl ist gut besucht. Welchen Weg gehe ich denn am besten? Viele sind, glaube ich, auch in Zelten drin. Ah, ich kann ganz hinten rumschleichen. Die gucken alle eher in diese Richtung. Ich muss da hinten lang. Das ist einfacher. Von da sieht mich eh keiner. Holy shit. Der bleibt einfach stehen. Ich dachte, er geht zurück auf seine alte Position, ey. Das war knapp. So, hier gleich durch. Die Seite ist einfacher. Jetzt schnell. Komm, 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 komm. Verdammt. Verdammt. Ist hier noch hohes Gras? Nö, natürlich nicht. Ja, ja, ja. Redet ihr nur. Ihr hört sowieso gleich wieder auf zu suchen. Oder ihr lauft alle weg. Weglaufen finde ich noch besser. Komm, wir müssen da durch. Durch. Viel Spaß, hat er gesagt. Was, du hast Alarm ausgelöst? Nein, die beiden hätte ich doch gerade noch meucheln können. Die hätten das nicht mitgekriegt. Die hätten gar nicht gewusst, wie es ihnen geschieht. Ein kleiner Fehler. Mann. Bin so gut durchgekommen. Ah, es wird nochmal Glück gehabt. Ich hätte fast geschossen. Bambus. Okay, der Weg da vorne ist echt nicht so einfach. Das ist so vollgestopft mit Gegnern. Geh, 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 geh. So, jetzt bin ich wieder hier. Und da ist der hier mal hin und her rennt. Das ist das Tötchen, wo er weiter hier ist. Damit die ihn nicht sehen. Kann ich da durch das Fenster klettern? Da muss ich vielleicht gar nicht da lang. Ich meine, da ist ein Zaun, wo ich durch kann, aber da stehen ja auch direkt zwei. Hier durchquetschen geht nicht. Ist viel zu eng. Dann muss ich da lang. Ich könnte Gift benutzen, um dass der zum Berserker wird, aber dann ist hier ganz schön Radau am Start. Könnte ihn die Höchsten noch weglocken? Oder vielleicht ins Zelt reingehen? Aber ne, da komme ich auch nicht weiter. Guck mal, der guckt auch in meine Richtung. Ich weiß ja nicht, ob das Alarm auslöst, wenn ich den Berserker-Pfeil benutze. Ich könnte es ausprobieren und dann muss ich es aber halt nochmal machen, wenn was schief geht. Würde ich nämlich den Dicken da angreifen. Den da. Und dann einfach mal hier warten und gucken, was passiert. Ich meine, mit seiner großen Axt kann er ja ordentlich nochmal was weg. Klatschen, ey. Wahrscheinlich ist das ganz normal. Guck mal, es wird kein Alarm ausgelöst, weil es ist normal auf mongolischen Partys, wenn die ihre Milch trinken und dann hier Party machen, dann dass einer mit der großen Axt so austickt und hier alle platt haut. Aber dieser Typ da guckt immer in meine Richtung.
Tentwing! Ergo! Bin in Ekban! Big Tier Samurai holt noch! Komm, schnell, 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 das schaff ich. Schnell durch! Der Mund beißt hat! Holy shit! Alter, kommt da einfach noch einer hier durchs Zelt? Nun, guck mal, ich hätte doch durchs Zelt gehen können. Hier sind zwei Türen, wollte ich gerade sagen, also zwei Durchgänge. Oh oh. Kommt er hier rein? Nee. Wo Samurai aufzche! Hoi! Utan! Ich will nicht, dass der anfängt hier rumzutröten. Okay, jetzt sieht's noch gut aus. Jetzt kann ich weitergehen. Bloß weg hier aus der Ecke. Ich glaube, die Ecke war das Schlimmste gerade, hier um durchzukommen. Ach, schau, das ist ein Bombenwerfer. Dreht sich um, sauber. Die gucken in die andere Richtung. Lagern Sie Ihre Milch. Jetzt das Gift hinzugeben. Oh, kann ich das nicht von der Seite? Ich muss mich natürlich hier hinstellen, ey. Mann! Also aber nicht so schön, wenn du da speziell da vorne stehen musst. Okay, es gibt aber wenigstens keine Animation, die ich abwarten muss. Jetzt muss ich da vorne noch hin. Ist dieser Bogenschütze da nicht ein bisschen kacke? Der Typ auf jeden Fall. Na, ich kann das von hier machen. Der geht ja jetzt wieder weg. Genau. Schnell, schnell, schnell. Ich muss bestimmt ja auch nochmal wieder rauskommen, oder? Jetzt abwarten. Bin ich Boss dazu gehen? Wie sagt man immer, abwarten und Stutenmilch trinken. Die lachen ja noch. Ich glaube, das Gift war nicht stark genug. Überraschte Gesichter machen. Betritt das Hauptgebäude, um den Kahn zu stellen. Aber Moment, hier kriechen noch so viele. So. Ich glaube, da vorne waren noch ein paar, ja. Noch einer. Ja, echt die ganze Burg vergiftet. Das ist krass. Okay. Hinten sind immer noch welche am Röcheln. Da kommt das Gift ein bisschen später an. Auf der Seite der Mauer. Ich glaube, die sind alle hinüber. Warte mal, hier kommt auch noch was her. Kriecht hier noch einer? Ich glaube, die Geräusche sollen sein. Jetzt frage ich mich natürlich, hat der Khan auch damit gerechnet? Denn er weiß ja, Jin ist unberechenbar, gefährlich, ne? Weil er nicht nach dem Ehrenkodex nach dem Onkel handelt. Ob er das auch mit eingeplant hat. Die Brücke hat er auf jeden Fall abgeschirmt, ja. Aber die Sache mit dem Gift, das ist nun die Frage. Da ist das Haupthaus. Okay, Leute, wir gehen in der nächsten Folge in das Haupthaus rein und dann werden wir den Khan stellen. Die Frage ist natürlich, ist er noch da? Und wo ist jetzt Ryosu? Der hat hier unten nicht mit den Leuten getrunken. Der muss auch, denke ich mal, da drin sein. Es wird spannend. Ich hoffe, ihr habt Lust und seid in der nächsten Folge dabei. Also danke fürs Einschalten und danke für eure Unterstützung und den Daumen nach oben, wenn es euch heute gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao!